So, sehr schön. Das heißt, die anderen Regeln können verkauft werden. Und die Plattenrüstung. Zack. Yeah, der ist golden. Ich kann keine goldenen Sachen verkaufen. Wir müssen in die Bank. Genau wie der da. So. 256. Das kann weg. Können wir gleich ein bisschen ausmisten. Wir haben jetzt zwar mehr Inventarplatz, aber das heißt nicht, dass wir gleich alles wieder zumüllen sollten. Also ja, eigentlich heißt es genau das, aber so ein bisschen gegen anarbeiten kann ja nicht schaden. So, da hole ich auch noch weg und das reicht erstmal. So, raus hier. Und mal gucken, wie viel Umf unsere Keule jetzt hat. Und wie viel Schaden wir jetzt von den Strahlen bekommen. Vorher waren es 100. Werde ich nicht benutzen. Nö. 25. Das ist doch eine schöne Reduktion. Nur noch 25% des Schadens. Da kann man echt nicht meckern. So, Heilung. Zonk. Oh. Müssen wir nur planen? Ja, wir müssen alles hell machen. Ah, warte mal. Da machen wir jetzt mal die Hitzeaura wieder an. Weil die war gegen die Schleime echt super. Dieb, 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 dieb. Warum ist der Dieb die Treppe runtergelaufen? Ah, ein komischer Dieb. Gegenheilen, dann passt das. So, dich an. Und dich an. Und hier wird noch irgendwo eine Fackel sein. Genau. Und warum genau sollte ich jetzt in diesen Gang hier reingehen? Au. Na, ah, verklickt. Yay, immun gegen Strahlen. Aber was genau bringt mir das? Hier ist kein Secret. Oh. Das ist komisch. Vielleicht soll damit nur gezeigt werden, was demnächst kommt an anderen Gängen, das man schon mal gesehen hat. Vielleicht. War gut. Ja, du lebst ja. Au. Okay, Rüstungswechsel. Ting. Boah, die sieht ja geil aus. Zack. Du lebst auch nicht mehr. Das war's? Hier ist doch bestimmt ein Secret. Entweder das oder wir müssen nach... Wir können nicht nach unten und nach links. Ah, ist komisch. Warte mal. Jo. Nö, links ist keine Treppe nach unten. Ist hier irgendwo noch was, wo man durchgehen kann? Komm, runterspringen. Das ist sehr komisch. Na gut. Werden wir wohl später herausfinden. Wie auch immer. Das heißt, oh, wir können den Raum einfach ausleuchten. Ausleuchtung benutzen. Mal gucken. Jupp, wir kommen von rechts hin. Oh. Ach stimmt, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier den Fahrstuhl benutzt haben. Mal kurz heilen. Da bin ich, glaube ich, schreiend vor den ganzen Golems weggelaufen. Genau vor euch. Ja komm, 64 Schaden, das ist nicht so wirklich tolle. Und du hast alle Lichter im Laboratorium angezündet. Nein. Oh, doch, stimmt, wir haben die Rolle ja benutzt hier.
Tonk. Tonk. Und heilen. So, warte mal, der Bogen war doch gegen Konstrukte. Tink, 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 tink. Ach ja, bye bye, Golem. Okay. Bye, bye, na also. Und das ganze Rumgelaufe hier jetzt wegen dem Raum da oben. Mal gucken, was da drin ist. Zack. Kein Secret. Ein Secret, das gucken wir uns gleich an. So, Saphire. Ist ja nicht so, dass wir zigtausende Edelsteine hätten. Was war das gerade? Wissenschaftsmedaille. Ah, stimmt, die brauchten wir. Glaube ich. Da ist nichts. Okay. Das ist eine ganz unverfängliche Truhe. Mal gucken. Kleidung des Wissenschaftlers. Kann ich die anziehen? Schutz gegen Strahlen plus 36. Zusätzliche Erfahrung, 4%. Zack. Ich bin ein Wissenschaftler und ich habe eine Medaille. Irgendwo da. Kann ich nur ablegen. Kann ich mich jetzt irgendwo einschleichen? Warte mal. Aufgaben. Steine weisen. Großer Pyritstein und Schwefel. Dafür brauchen wir keine Medaille. Ne, das ist das von der Box. Wir brauchen noch das vom verrückten Wissenschaftler. Aufgaben. Golems. Wissenschaftsmedaille. Töte Golems. Okay. So. Und der Wissenschaftler war ganz oben. Ah, wozu ist die Kluft dann? Da werden wir ja sehen. Vielleicht können wir ihn irgendwie jetzt veräppeln oder so. Oben. Ich laufe jetzt einfach mal ganz leger an den Wissenschaftler vorbei und gucke, was passiert. Au. Ja, so viel dazu. Können mich mal. Zack, zack. So. Jetzt haue ich den ganz leger auf den Kopf. Zack. Und zack. So, viel besser. Hoch und hoch und da ist er schon. Nee, ist er nicht. Ist er doch? Nee, ist er nicht. Stirb. So, 5 Rubine. Da ist er. Hops. Und jetzt zieh das Ding doch nochmal an. Nur für den Fall, dass es irgendein extra gibt. So. Kaputt. Ich habe diese verdammten Golems auseinandergenommen. Und dein Freund starb auch. Hier hast du seine Medaille. Versprechen ist Schuld. Hier hast du Münzen. Der ist weg. 400 Münzen. Yeah. Oh. Okay. Ich habe mir irgendwie mehr darunter vorgestellt. Na gut, wir brauchen jetzt noch das Pyrit und das Schwefel. Und die andere Rüstung. Und ich glaube, ich bleibe bei der hier. Haben wir eine Heilung? Das ist keine. Ich sollte die Tasten echt anders belegen. Ich drücke immer, versuche 5 zu drücken für die Heilung, erwischt dann meistens 6. Aber ja, Aufgaben. Steine weisen. So, großer Pyritstein und Schwefel. Ja, Pyritstein weiß ich ja, wo der ist. Schwefel weiß ich noch nicht mehr. Beschreibung anzeigen. Ja, großer Geist, bla, blub. Steine weisen. Pyrit. Das wissen wir. Quecksilber haben wir. Schwefel. Brennenden Tiefen der Unterwelt. Ach stimmt, das waren die Flammenelementare.
Okay. Kurz abspeichern. Aha. Wo war das Portal zu dem Flammengeist? Ah, da unten, in der Kanalisation. Okay, also erstmal in die Mine. So, wo wir gerade hier sind, probieren wir nochmal ganz kurz die Aufgabe hier aus. Also die Herausforderung. So, haben wir was zum schneller Laufen? Nö. Okay, dann halt so. Lalala. Dumm. Okay. Nicht mal 10 Sekunden halte ich durch. Komm, weg hier. Okay, das war Herausforderung 1. Wobei ich weiß, wenn man es nur oft genug versucht, dann klappt das irgendwann. Auch wenn man absolut null Können hat im Ausweichen, so wie ich. Ah, habe ich keinen Nerv zu. So, was ist hiermit? Okay, das klappt auch nicht so gut. Oh, du bist ein guter Goblin. Und hier war jetzt irgendwo so ein Klumpen Erz. Wow, ein Schaden. Warum mache ich das? Also ja, Schwert und Keule ist doch sehr wichtig zu unterscheiden. Die sind alle nicht mehr aggro. So, bist du Pyrit? Nee, du bist irgendein Haufen irgendwas. Okay. Soll bestimmt in der hintersten Ecke von irgendwas sein. Zack. Na also. Da sind Kristalle. Da unten ist ein Junge, der sich die Ohren zuhält. Was war mit dem? Oh, rote Sensen. Ein kleiner Rubin. Das ist ja albern. Nö, wir sind jetzt so dicker, denn wir lassen den Rubin liegen. Na komm. Sind Edelsteine, ich kann nicht anders. Nö, geh nicht weiter. Das sind ganz schön viele Ameisen. So, also hier auch nicht. Das heißt eventuell ganz unten links oder irgendwo auf der rechten Seite. Aber vorher will ich mal ganz kurz zu dem Jungen gucken. Hat nichts, macht nichts, aber ich kann komisch rumzucken, wenn ich einen Enter drücke. Ah, es war der Hund. Das haben wir aber doch schon gemacht, oder? Wir sollten den Hund umbringen. Ach komm, für gute alte Zeit nochmal. Mhm. Kannst uns jetzt gar nichts mehr. Wir sind super stark geworden und haben eine ganz schwere Rüstung an und können uns heilen überhaupt. Dumm-di-dumm. Der ist immer noch ziemlich garstig. Gleich auf die Hälfte runter. Warte mal, können wir irgendwas anderes bei dem machen? Verwandlung. Böse Stufe 4 in Zauberstäben. Och, schade. Sonst hätten wir den Hühnchen verwandeln können. Na gut, bringt uns aber trotzdem nichts. Warum auch immer der Junge sich immer noch die Ohren zuhält. So, also weiter linke Seite checken. Also wieder Ameisen, die ignoriere ich mal. Hätten sie einfach runter teleportieren können anscheinend. Das habe ich ganz vergessen. Hab's. Da oben links ist wieder was, was so aussehen könnte. Ich glaube, das ist es sogar. Pling, großer Pyritstein, sehr schön. Shift 1. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zu
dem Ding da teleportieren, links, oben links, da reinspringen und irgendwelche Feuerelemente rumbringen und dann kriegen wir unser Schwefel. Sehr schön. Aber erstmal, genau, hochheilen, speichern und wir sehen uns gleich wieder.